Wir erleben den November ganz, ganz anders, als ein normaler November ist. Wir merken noch nicht viel von einem Weihnachtsgeschäft, das eigentlich schon losgehen würde. Der größte Unterschied, der im Moment einfach stattfindet, ist, es gibt keine Partys, es gibt keine Feiern. Wir haben keine Bälle, es wird kein Weihnachtsball geben. Das heißt, der Bedarf zum Beispiel im Herrenbereich für einen schönen Anzug oder ein Smoking ist gar nicht da. Wir merken, dass im Moment sehr, sehr viel Standard gekauft wird, also Bedarf gekauft wird. Das heißt zum Beispiel Unterwäsche oder Socken. Ich glaube, jeder sollte die Chance sehen in der Pandemie. So schwierig es für jeden Einzelnen auch ist, aber auch für das Geschäft sehen wir die große Chance, dass wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel unser Online-Geschäft auszubauen und verkaufen nun europaweit auf Plattformen unsere Ware, die wir im Sortiment haben. Leute haben angerufen, wir haben die Bestellung aufgeschrieben, haben praktisch ausgeliefert oder der Kunde hat dann bei uns abgeholt. Also ihr habt das angenommen, die Situation, und ja, absolut. Das Beste daraus gemacht wird. Versucht das Beste daraus zu machen. Im Nachgang ist es ja so, ist ja auch in aller Munde. Schade für die Leute, die also wirklich richtig lange schließen mussten, gerade so im Bereich der, ja, Veranstaltungen letztendlich auch, ob jetzt Künstler, ob jetzt Restaurants. Also wir sind immer der Hoffnung, dass wir nicht zumachen müssen, ne? Also wir auch von den Mitarbeitern sind ja sozusagen selber, dass wir uns auch einschränken, weil wenn wir bei uns jetzt hier praktisch einen Fall haben, wo es dann heißt, wir müssen schließen, weil wir alle untereinander Kontaktpersonen sind, wird natürlich schwierig. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass wirklich auch Leute kommen, die vorher gar nicht zu uns gekommen sind. Und ich glaube, das könnte daran liegen, dass sie teilweise woanders hingefahren sind zum Einkaufen, vielleicht nach Lüneburg oder Hamburg in die umliegenden Städte. Und die Leute kaufen jetzt aber auch hier bei uns ein. Und das ist natürlich auch schön, weil das sind ja teilweise auch neue Kunden für uns. Und das ist natürlich auch einmal etwas Positives. Also wir spüren es auf der Seite im Einzelhandel, dass wir trotz Lockdown oder trotz Corona-Zeit mehr verkaufen. Also regional ist wieder mehr gefragter denn je. Und auch im Außendienst sind wir ja sowieso immer gut aufgestellt. Und dort merken wir es fast gar nicht, weil wir auch viele Geschäftskunden bedienen. Und da haben wir im Telefonbereich gerade Video Collaboration und Cloud-Telefonie sind Sachen, die ja gerade jetzt angezogen haben. Also, ich würde mal sagen, dass sich deutlich verbessert hat, ist der Weinabsatz und auch hochwertige Spirituosen. Das können wir schon feststellen, dass die Beratung, ich denke mal, wir haben in der letzten Zeit, in den letzten Jahren auch unsere Hausaufgaben gemacht und dass wir einfach hier Ansprechpartner sind und die Leute auch zu uns kommen und uns fragen und schauen, was wir haben. Ja, ich wünsche mir natürlich, wie wir alle, wünschen wir uns ein einigermaßen entspanntes Weihnachtsgeschäft, so dass alle wissen, okay, wir können dieses oder jenes oder wir können uns treffen, wir können in der ganzen Familie zusammen feiern. Ich denke mal, das ist irgendwie so das Wichtigste, dass das vielleicht möglich wird. Ob das so ist, werden wir sehen. Schauen wir mal. Also im Moment sieht es nicht so ganz so toll aus, aber wir werden sehen. Und für uns hier sind wir halt schon dabei zu überlegen, wie können wir das lösen, weil bei uns ist ja so die letzten 14 Tage vor Weihnachten das Geschäft immer doch extrem, dass wir für unseren kleinen Laden auch gucken müssen, wie kriegen wir das hier gebacken. Zu Corona-Bedingungen, da sind wir jetzt schon am Basteln und Bauen, wie wir die Leute dirigieren können, dass es funktioniert. Und das hoffe ich, dass das gut geht und dass die Leute, man sieht es auch, dass sie schon vorher ein bisschen überlegen, was wollen wir Weihnachten machen und früher kommen.